Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal und heute stelle ich euch meine Top 5 Herbstschuhe vor. Es werden einige Low-Budget- sowie High-Budget-Schuhe am Start sein und zu jedem Schuh werde ich euch meine eigene Erfahrung mitteilen und sagen, warum dieser Schuh besonders gut für den Herbst geeignet ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr bis zum Ende des Videos mindestens einen Schuh bekommen werdet, wo ihr euch denkt, ja, den will ich mir selber kaufen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, falls ihr jetzt schon mal einen dicken, fetten Daumen nach oben da lassen könnt. Das würde uns zwei extrem unterstützen. Und ich würde sagen, labern wir nicht lange rum und fangen direkt an mit dem ersten Schuh. Der erste Herbstschuh, den ich euch vorstellen möchte, ist der Jordan 1 Retro High OG. Und seit den 80er Jahren ist er nicht nur bei den Basketballspielern extrem beliebt, sondern auch unter den Sneakerheads. Und der Grund, warum ich den so perfekt für den Herbst finde, ist, dass er einen High Cut hat und aus Leder besteht. Dadurch lässt der Schuh keine Kälte rein, die Wärme bleibt im Schuh und ist auch sehr leicht zu pflegen. Dazu gibt es den Schuh noch in vielen verschiedenen Farben, die extrem gut zu Herbstfarben wie zum Beispiel Erdtönen, Oliv oder auch Orange passen. Und billige Alternativen wären zum Beispiel der Jordan 1 Phantom, der jetzt gerade erst im Mai rauskam, oder der UNC Obsidian, den ihr ab 44,5 noch für Retail bekommen könnt. Ansonsten kann ich euch noch einige andere OG Colorways vorstellen, wie zum Beispiel der Shadow, der Royal, der Bread oder der Black Toe, welche alle ungefähr zwischen 250 und 400 Euro liegen. Und falls ihr ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall den Jordan 1 Travis Scott. Und zwar kommt er hier mit diesem schönen Braun und mit dem Nubuck-Leder. Das passt auf jeden Fall zu allen herbstlichen Farben, die ich hier eben schon genannt habe. Preislich liegt er momentan ungefähr bei 800 bis 1500 Euro. Das heißt, wenn ihr ein bisschen mehr für einen Schuh ausgeben wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall den hier empfehlen. Hosen, die ich dazu extrem feiere, wären beispielsweise Cargo Pants, Sweatpants, Track Pants oder auch Jeans. Je nach Fit könnt ihr die Hose auch einfach über den Schuh rüber machen und das halt auch noch ein bisschen wärmer. Kommen wir mal zu dem zweiten Herbstschuh und zwar ist es der Jordan 4er. Der kam 1989 raus und ist wieder einser eine klassische Silhouette. Allerdings finde ich, dass es mal eine sehr schöne Alternative ist zu den ganzen Jordan 1er, die man täglich auf den Straßen sieht. 4er sind ein bisschen seltener auf den Straßen zu sehen, weshalb ich finde, dass der Schuh extrem cool ist. Die meisten 4er haben ebenfalls ein Glattleder am Start und dazu haben sie im Gegensatz zu dem 1er eine glatte Midsole, weshalb der Schuh sehr leicht ist zu pflegen. Zudem hat der 4er im Vergleich zum 1er noch ein etwas dickeres Leder. Das heißt, dass ihr die 4er auch safe an etwas kälteren Tagen rocken könnt, ohne euch die Füße abzufrieren. Und falls ich euch einige 4er empfehlen kann, dann wären es auf jeden Fall hier einmal die Bread. Die kam 2018 raus, die gibt es ungefähr noch für 200 bis 250 Euro. Ansonsten gibt es hier noch die White Cement, ist auch eine klassische Silhouette. Die kam 2017 raus und ist auch momentan ungefähr für 350 Euro zu haben. Und falls ihr nicht so viel zahlen wollt, beziehungsweise falls ihr keinen Resale bezahlen wollt, dann könnt ihr auch einige Paare noch für Retail kaufen, wie zum Beispiel den Wolf Grey. Ansonsten kommt noch der Top 3 4er raus oder auch der Winter Colorway. Den Winter Colorway werde ich mir auf jeden Fall holen, weil er Ähnlichkeiten hat zu meinem Travis Scott 4er. Und zwar ist es ebenfalls so ein glatt Nubuck-Leder und er ist in so einem lila Ton, was mich extrem an den Eminem 4er erinnert. Und falls ihr wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habt, kann ich euch hier den Travis Scott 4er empfehlen. Ist zwar ein bisschen gefährlich mit dem Nubuck-Leder, aber ist auf jeden Fall ein schöner Schuh, der auch aus der Masse raussticht. Der nächste Schuh ist ein Schuh, den ich fast jeden Tag getragen habe in den letzten Jahren. Und zwar ist es der Yeezy 700 Wave Runner. Natürlich könnt ihr den Schuh noch in anderen Colorways kaufen, aber ich habe jetzt hier nur den am Start. Der Wave Runner ist erschreckend gut für den Herbst geeignet, einfach dadurch, dass er einen etwas höheren Cut hat. Zudem hat er noch die Boost-Technologie, was den Schuh noch ein bisschen bequemer macht. Und ich finde, dass man den Schuh safe auch an kalten Tagen und an Regentagen anziehen kann. Obwohl Retail von dem Schuh 300 Euro sind, finde ich, dass es total gerechtfertigt ist, weil der Schuh eine extrem hohe Qualität besitzt. Und zwar hat der Schuh hier beispielsweise noch ein bisschen Wildleder am Start. Wie gesagt, gibt es den Schuh hier noch in vielen verschiedenen Colorways. Beispielsweise habe ich hier noch den Inertia am Start. Der kam, glaube ich, Anfang des Jahres raus. Ansonsten ist mein Lieblings-Colorway der Static. Falls ihr aber keine Resale für die hier bezahlen wollt, kann ich euch noch die Analog empfehlen. Die sind auch gerade bei Retail, wenn nicht unter Retail. Ansonsten kommen bald noch neue Colorways raus, und zwar der Teal Blue und der Magnet Colorway. Kommen wir mal zu dem nächsten Schuh, und zwar ist es ein Schuh, womit wahrscheinlich keiner hier gerechnet hat, und zwar ist es der Yeezy Desert Boot. Ihr habt den jetzt leider nicht am Start, aber ich werde mir den auf jeden Fall noch kaufen. Ich habe den auch schon ein, zwei Mal in dem Laden angeguckt und anprobiert. Und das ist ein Schuh, der nur 200 Euro kostet. Das ist quasi der Yeezy 500er, aber als High-Version. Zudem finde ich, dass der Schuh extrem gut für den Herbst geeignet ist, weil es ebenfalls ein High-Cut ist. Der hat eine dicke Sohle und hat ein Wildledermaterial. Und wenn ihr das noch ordentlich imprägniert, dann könnt ihr damit auch auf jeden Fall im Regen rumlaufen. Und falls im Herbst dann doch irgendwann mal Glatteis auftauchen soll, könnt ihr euch bei dem Schuh sicher sein, dass ihr dort nichts falsch macht, da der Schuh wie gesagt eine sehr, sehr dicke Outsole hat und die auch extrem dickes Profil hat.
Und wie gesagt, mit 200 Euro Retail macht ihr auf keinen Fall was falsch, denn der Schuh sieht meiner Meinung nach extrem cool aus, ist mal eine schöne Alternative zu Timberlands und ihr könnt ihn noch easy überall kaufen. Was aber ganz wichtig ist zu dem Schuh, der fittet extrem klein, das heißt, ihr müsst mindestens eine halbe Größe größer gehen oder wenn nicht sogar eine ganze. Ich trage normalerweise 9,5 und habe jetzt bei dem Desert Boot eine 10,5. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, welches davon passt, dann bestellt einfach zwei Paar und schaut, welches davon besser ist. Ein perfekter Fit mit dem Schuh wären beispielsweise eine Cargohose, Sweatpants oder allgemein etwas breitere Hosen, denn der Schuh ist wie gesagt sehr, sehr klobig und es wäre am besten, wenn ihr einfach die Hose drüber fallen lässt und nicht irgendwie die Hose mit in den Schuh reinsteckt, denn das sieht meiner Meinung nach ein bisschen komisch aus. Kommen wir mal zu dem letzten Herbstschuh, den ich euch vorstellen möchte, und zwar ist es der Air Force One Low. Und zwar ist es wieder ein klassischer Schuh, der niemals out sein wird. Und durch das Glattleder ist der Schuh wie auch alle anderen extrem leicht zu pflegen. Das heißt, ihr könnt mit dem easy durch Pfützen springen und das danach einfach wieder sauber wischen. Zudem ist der Schuh sogar noch sehr, sehr preiswert. Der kostet nämlich nur 90 Euro im Retail. Das heißt, ihr könnt euch da mehrere Versionen und mehrere Farben kaufen. Nur nicht die schwarzen, denn ihr wisst ja, was ich von schwarzen Air Force halte. Und falls euch die Basic-Modelle ein bisschen zu langweilig sind, könnt ihr für 110 Euro auch noch ein paar Special Air Force One kaufen. Wie zum Beispiel mit austauschbarem Swoosh oder mit irgendwelchen kleinen anderen Details. Und falls ihr wieder mal ein bisschen mehr Geld am Start habt, dann kann ich euch auf jeden Fall den Air Force One mit Travis Scott empfehlen. Ansonsten gibt es noch welche von A Cold Wall und noch ganz viele andere Collabs, wie zum Beispiel von Off-White. Da finde ich ziemlich cool den Vault Colorway, den OG Colorway. Ja, der schwarze finde ich jetzt nicht so cool. Aber das ist natürlich alles Meinungssache. Ein anderer Grund, warum ich die Air Force so sehr feiere, ist, dass man den Schuh zu fast allen Hosen anziehen kann. Sei es Cargohosen, sei es Jeans, sei es Trackpants, Jogginghosen oder auch Anzugshosen. Ich finde, dass man den immer anziehen kann und dass der auch immer ziemlich cool aussieht. Natürlich, Leute, gibt es noch sehr, sehr viele andere Schuhe, die ihr im Herbst tragen könnt, wie zum Beispiel der Blazer von Nike, ein paar Asics oder New Balance. Also es gibt auf jeden Fall eine dicke Bandbreite, aber die haben es, wie gesagt, alle nicht in meine Liste geschafft, weil die Schuhe, die ich eben genannt habe, alles Klassiker sind und ich die mir jedes Jahr wieder neu holen würde. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war auch in irgendeiner Hinsicht für euch hilfreich. Vielleicht ist hier ein Schuh dabei, den ihr euch kaufen wollt. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare und lasst mich wissen, welchen Schuh ihr davon am besten findet. Ansonsten freue ich mich immer sehr, falls ich euch helfen konnte. Wenn das so ist, lasst auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach oben da. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann herzlich willkommen und ihr dürft uns natürlich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Ansonsten Leute, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, um meine ganzen Fitpics zu sehen. Ansonsten war es jetzt eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.